Moin! Jo, wir sind wieder zurück zu Hause. Gestern waren wir spontan auf der Agritechnica. Und heute wieder hier. War, wie gesagt, sehr spontan. Auf dem Sonntag wollte ich schnell hin. Ich dachte eigentlich, auf dem Sonntag ist ein bisschen weniger los, weil das Exklusivtage sind, dass man da besser filmen konnte. Aber es war doch verdammt viel los. Aber na gut, klappt ja alles. Leider tontechnisch, ich weiß nicht, was das Problem war. Ja, hat er über das Mikrofon keinen Ton aufgenommen. Das ärgert mich richtig doll, wirklich. Wir haben da nämlich Vollgas gegeben den Tag mit Film und ja, keine Ahnung. Die Kamera hier sowieso, die hat da Probleme gehabt. Ich habe mir heute auch die neue GoPro nun bestellt. Das ist komisch, wie ich schon sagte, nach einem Jahr, die Dinger sind auf denn, ne? Eieiei. Ja, aber nun gut, so ist es. Ja, sonst war ein harter Türenmorgen. Gestern um 4 sind wir aufgestanden und um 10 waren wir wieder zurück. Ja, aber dann hier Vollgas den Tag, ne? Kurz um 2:30 haben wir schnell Mittag gemacht, ganz kurz da und dann hier weiter. Dass wir da auch Meter machen, ne? Hier Film, da Film gucken. Wir wollen euch ordentlich was präsentieren, dass auch die Leute, die nicht hinkommen oder auch die da waren, noch ein bisschen Revue passieren lassen, das nochmal ansehen können, ne? Ja, so sieht das aus. Hier, ihr hört es bestimmt, ist es gerade am Regnen wie Sau. Ja, ist so. Kannst nichts machen. Ich wollte nämlich eigentlich jetzt hier Holz für meinen Ofen holen, aber bei dem Regen, oh. Ja, wir sind heute auch noch echt kaputt, wie gesagt. Das war gestern ein netter Turn, mein lieber Mann, aber nutzt ja nichts. Ne? Man würde dann ja auch da ein bisschen was machen. Und sonst denkt dran, wir sind am 18. Samstag, den 18. sind wir ab 12 Uhr da bei Rauch auf dem Stand. Ne? 12 bis 16 Uhr, Halle 9, ne? Dass ihr das auf dem Schirm habt. Und wenn es glückt, aber das kann ich euch nicht versprechen, Samstag wissen wir es hundertprozentig. Und sonst Freitag eventuell, aber das, ne, würde ich nicht hier bestätigen oder sowas. Samstag sind wir da. Und das andere, das kann ich euch nicht sagen. Da habe ich auch keinen festen Stand. Da laufe ich, wenn denn, mit Annika rüber, ja. Aber das muss zeittechnisch auch hinhauen. Das weiß ich noch nicht, ob wir das realisiert bekommen. Ne? Ja, nur, dass ihr das im Hinterkopf habt. Nochmal. Also Samstag, der 18., da sind wir auf jeden Fall da. Halle 9, 12 bis 16 Uhr bei Rauch. Ja, so sieht das aus. Sonst haben wir auf jeden Fall viel schon in Erfahrung bringen können auf der Agritechnica, viel gesehen, auch Interessantes gesehen. Also wirklich, das war schon cool. Und wir haben ja noch lange nicht alles gesehen, kam auch nicht so an die Maschinen ran, wie ich wollte. Klar ist der Mähdrescher, ich hoffe, dass ich da, wenn ich noch früh da bin, also vor 9 Uhr, bevor alle reinkommen, dass ich da nochmal genauer hingucken kann. Weil es sind teilweise tatsächlich auch schon am Sonntag so viele Menschen da rum um die Maschinen gewesen, dass du filmtechnisch da Schwierigkeiten hast, das aufs Bild zu bringen. Ne? Das ist leider da ein Problem. Muss man mal gucken. Ne? Gerade die Begehrtmaschinen ist das immer noch schwieriger, weil da so viele Menschen sind. Bei Fendt auf dem Stand, das ist ganz extrem. Das ist echt, der ist, ich weiß auch nicht warum, der ist so voll. Oh, kann sich da bald nicht bewegen. Ne? Ja, aber nun gut, so ist es. Der Bruno, er wartet hier schon im Kofferraum. Ja, jetzt hoffe ich, dass der Regen gleich aufhört, weil so hatte ich nur auch keinen Bock da. Aber was muss, das muss, ne? Muss mal gucken. Jo Leute, heute haben wir noch ordentlich was vor. Ich habe heute Morgen einmal die Rinder eingestreut, gefüttert und so weiter durch den ganzen Regen. Ja, musste natürlich schon wieder Stroh haben, ne, dass sie da schön trocken und sauber liegen können. Ja, und heute wollen wir jetzt die 39 raus haben. Ja, ihr hört richtig. Ah, endlich. Es geht langsam voran, dass wir den schon mal hochholen können. Ja, weil ich hier unten Platz brauche. Ist eine Win-Win-Situation. Die Düngerstreuer sollen nämlich oben raus und ich brauche Platz für die Düngerstreuer. Dann können wir den 39 hochholen, dass der schon mal oben steht. Und ja, es juckt mir sehr in den Fingern. Ich hoffe, ich halte durch, bis er an seinem Platz steht. Oder ob ich vielleicht schon mal einen kleinen Blick, einen Mini-Blick drauf werf. Ne? Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze verhält. Einmal brauchen wir schnell mal hier die Palettengabel.
Und dann muss ich schnell mal ein Stück zurückziehen. Bin ich gerade vor. Oh. Na. Hat sie Übergewicht. Das ist blöd immer mit einer Hand. Normal kommst du immer schön vor. Aber hier mit einer Hand, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Kriegst du nicht gelenkt und getan. So. Denn. Können wir die Kisten hier mal zur Seite stellen? Das wird auch bald losgehen, dass wir das Styropor einmal wegbringen. Natürlich, ich brauche es ja nicht. Das soll ja noch entsorgt werden. Boah. Bevor das jetzt hier den ganzen Winter... Meine Güte. Eine Handsystem kannst du vergessen. Bis sie jetzt hier den anderen Dings drauf haben, dann könnte ich euch hier ranklemmen. Ne? Aber nun gut. So. Ich habe mich schon verzettelt hier. Müssen wir einmal ein bisschen rabiat hier bei gehen und dann kommen wir auch raus. Styropor kannst du ja nicht mal lange draußen stehen haben. Das fliegt ja auch bei diesem bisschen Wind ja schon hier überall hin. Ne? So, das war Kiste Nummer 1. Hier kommt noch die Weidekiste. Da liegt ja auch schon wieder so viel Styropor. Teufelszeug. Ich bin froh, wenn der Kram weg ist. Das sage ich euch. Oh, da ist auch jemand tanken. Heieieiei. Ja, ich habe das beim Hoflader auch über eine längere Zeit mal ausgetestet. Also wir liegen immer wieder 1 Liter pro Betriebsstunde an Sprit, die wir hier verbrauchen beim Hoflader. So, dann brauchen wir einmal den 926, um den Anhänger rauszuholen und nachher wieder reinzustellen. Ich kann euch schon mal als kleinen Spoiler geben. Ne? Also ich habe ja noch eine Sache, die will ich überprüfen. Oh, diese scheiß Gänse jetzt im Raps landen oder nicht? Ah. Sieht nicht danach aus. Und wenn das nicht klappt, werden wir ja noch mal grob gucken auf jeden Fall. Ne? Und sonst, das müsste eigentlich, werde ich noch mal die Teile noch mal gucken, aber eigentlich müsste die Verstelleinheit hier drin genau dieselbe wie im 39 sein. Und dann würde ich die natürlich tauschen. Ne? Von hier auf dem anderen Schlepper und gucken, ob das eine Verbesserung gibt. Ne? So, wir glühen jetzt schnell mal. Ich werde das mal an. Noch einmal Drehzahl kriegen hier. Muss er erstmal ein bisschen laufen, bis die Drulu voll ist. Ja, aber so schon mal, wie gesagt, als kleinen Spoiler, ne? Dass ihr Bescheid wisst, was das müsste eigentlich passen. Und damit kann ich sehr gut rausstellen, liegt es nachher in der Verstelleinheit oder nicht, ob die eine Macke hat. Weil die ist ja auch hier ratzifatzi rausgebaut. Ich muss nur noch mal die Teilenummern vergleichen. Wenn ich Pech habe, passt es nicht. Aber rein theoretisch denke ich mal, dass das dieselbe ist. Aber, ja, ich weiß nicht, er hat ja hier auch einen anderen Deckel. Es wird mich anscheißen. Na Leute, ich hoffe, das klappt jetzt mit dem Ton. Aber was soll das wohl? Ja, wir holen jetzt schnell mal den Anhänger raus hier. Mit einem schönen 926. Das ist noch ein Trecker, ne? Ach, ich weiß auch nicht. Ich finde, es also wirklich, es ist einfach mein Favorit. Da kann man machen, was man will. So, Anhänger ist dran. Dann holen wir den mal raus hier. Oh, und dann geht's mal hier in den großen Lümmel, ne? Da wollen wir ihn mal raus haben. Erstmal starten, dann müssen sich die Bremsen füllen. Vorher bleibt da nämlich sowieso nichts. Na guck mal, können wir direkt durchziehen. Na.
Mensch. Tank leer, wa? Oder? Er hat doch noch einen Moment liegen sollen. Oh ja, aber er springt ja an. Und dann kann er gleich raus. Oh, sonst hier der 926. Ach, schon ein nettes Sahnestückchen, ne? Oh, ich mag ihn so gerne. Also ich weiß nicht, so von der Optik und so. So, liebe Leute, es ist soweit. Wir bringen den Fendt 39 vor die Tür. Oh, endlich. Was ein schöner Trecker. Ja, lang ist es her, dass wir ihn mal wieder bei Tageslicht gesehen haben. Schön, schön, schön. Wirklich. Hat auch seinen Charme, ne? Davon mal abgesehen. Das hat er wirklich. Das ist schon wirklich ein aufregender, spannender Schlepper. Ist auch Wahnsinn, wie viele Leute mich auf der Agritechniker angesprochen haben, ob vom Fendt-Personal selber oder auch von Fans und sowas wegen 39 mit Tipps und Ratschlägen und hier und da und wie geht's dem 39, das war das größte Gesprächsthema. Also Wahnsinn, echt. Ja, finde ich wahnsinnig toll, dass ihr da so auch das mitfeiert, den 39 oder feiern. Zum Feiern ist es ja wirklich nicht, aber es ist ja nun mal, wie es ist, ne? Ja, bin auch mal gespannt, was denn letzten Endes da das Problem nachher sein wird. Ne, wir sind gespannt, wir gehen noch vom Besten aus, aber ja, der Rest wird sich zeigen, definitiv, das ist so, das wisst ihr, das weiß ich. Ja, ich werde ihn hier draußen auf jeden Fall nochmal überwaschen, 100% sauber kriege ich ihn, ja, muss ich mal gucken, wie sauber ich ihn kriege. Ich will ihn ziemlich sauber haben, ja, natürlich. Muss man mal schauen, also, dass man hier den gröbsten Dreck einmal abkriegt und sowas, ganz klar. Wenn wir jetzt hier auch noch mal gucken, ne? Viel mehr kaputt machen können wir auch nicht. So, vorwärts marschiert er und rückwärts, er will ja, ne? Guck mal, er ist noch nicht ganz tot, sagt er. Ja, also es würde zu meiner Vermutung passen, aber das sehen wir noch. So, dann geht es hier 926 weiter. Da wurde auch nochmal gesagt, du musst den Standgas höher stellen. Also die 900er, die alten, das mag er nicht. Der mit der geregelten Einspritzung, ja, 800 Umdrehungen. Aber der hier, ich habe das mal versucht, ein bisschen mehr zu machen, das mag er überhaupt nicht. Kommen wir nicht rum. Sehr eng das Ganze. Halt, wir wollen Rückwärtsgang reinhaben. Bevor wir zum Spiegel abfahren. Dass ich da am Gribbelflug vorbeikomme. Ja, das ist ja schön an diesen klappbaren Spiegeln. Dann nehmen wir aber hier ziemlich rüber. Ja, würde ich mal sagen. Das sieht gut aus. Kann ich da nämlich an der Seite mit dem Hoflader jetzt rein. Kommt da unten an der Karre vorbei von den Kindern, ja. Ich glaube, sollte der Anhänger auch schon drin sein. Top. Frontgewicht runter, dass die Achse entlastet ist. Sehr schön. Hund raus, Hund raus, Hund will nicht raus. Er sagt, endlich Fan fahren. Ja, dann steht der doch schon mal hier gut. So, dann brauche ich jetzt einmal den Adapter hier, der am Besen hängt. Einmal vom Besen abnehmen. Na, komm schon. Ach Mann. Nee, er will da nicht rein. Sag mal. Was ist das denn jetzt? Warum will er da denn nicht rein? Ist er auf einer Seite schwerer oder was? Das hat doch schon immer funktioniert. Das verstehe ich nicht.
irgendwie schief stehen. So. Aber jetzt. Mann, Mann, Mann. Weiß ich auch nicht, was der hat. Sonst passt es immer. So, machen wir mal durch den Oberlenker lose. Das ist ja ein einfaches System hier. Ne? Oberlenker. Gar kein Splint drin. Ne? Wer die denn gebrauchen können? Das ist ja wie auf der hier Agritechniker. Da sagten auch schon die Firmen, die ersten Sachen sind tatsächlich schon geklaut. Ersten Bolzen und sowas. Ich denke auch, alter Schwede. Wenn es für den Splint nicht mehr langt, dann weiß ich auch nicht. Dann würde ich mir lieber den Eintritt da sparen. Irgendwie wird der Besen schräg stehen. So unterschiedliche Höhen haben oder sowas. Naja. Das jetzt runterlassen. Top. Oh, der Düngerstreuer-Express ist da. Das ist die neueste Errungenschaft aus der Agritechniker. Und nun müssen wir auch irgendwo gegenfahren, weil ich hier sappel. Ne? Wir düngern jetzt mal so mit dem Hoflader. Das geht auch viel besser. Naja, geht natürlich super zum Transport hier mit schnell, ne? Denn hier brauche ich dann nicht extra mit dem Trecker rumschmieren oder so. Ab rein damit. Und gut ist das. Ich glaube, wenn wir gut sind, können wir sogar noch mal die Spritze reinstellen. Dann ist sie auch schon mal weg. Yep. Silvers hat auch die Nerven, den neuen Streuer anzuspannen. Ein Logo. Was soll denn da passieren? Auch das geht 1A, ne? Ja, guckt mal, wer da fährt. Die Annika. Nun hier wollen wir mal sehen, ob wir ihn oben reinkriegen schon mal. Oh, man merkt, dass er lange nicht gelaufen hat, der Arme. So. So ein schöner Trecker, ne? Das ist einfach so. So. Alles auf Bremse noch. Hoffen wir mal, dass wir es hinkriegen. Ich bin gespannt. Also vorwärts geht ja wie Sau, ne? Da ist kein Problem. Aber ich muss selbst hier erstmal sehen mit Lenken. Alles wieder schwierig mit einer Hand. So, dann wollen wir ihn ziemlich weit hier rüber haben. So ungefähr. Top. Haben wir ihn doch schon mal hier drin. Ich lasse ihn noch mal einen Moment laufen. Das tut ihn ja auch gut. Das schadet ja das Getriebe nichts. Stehen hier gut, ja. Das geht. Oh, komme ich hier noch durch? So. Ich habe hier schon den Wagen, falls ich es doch in den Kopf kriege. So, ja, wie gesagt, den Reifenmontierwagen habe ich hier stehen, falls ich aus Versehen mal gerade mit einem Schlagschrauber hier vorbeilaufe und das Rad fällt ab, dann habe ich den schon mal da, ne? Man weiß ja nie bei mir. Ja, eigentlich ist geplant, wenn er da hinten in dem Abteil steht. Aber ich habe sicherheitshalber mal hingestellt, weil ich hier gerade so ein bisschen mit diesen ganzen Umbaumaßnahmen ein bisschen vollgepoppt bin. Ja, ne? Und wie gesagt, bevor das Rad alleine abfällt, habe ich den Wagen schnell hingestellt, ne? Ja. So ist das. Wir brauchen ja nur hier das Rad abnehmen, die zwei Bleche ab und dann komme ich schon ein ganzes Stück weiter. Ne? Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich kann euch nichts versprechen. Ja, aber cool, dass der endlich drin ist. Das freut mich schon mal einen Step weiter. Ja, hier wird das auch noch eine wahre Ingenieurskunst, den Schlepper. Hier in einem Zug werden wir es, schätze ich, nicht schaffen. Also wir werden mit einem 415 oder so den mit Stange schieben, ziehen. Dass wir den hier rumkriegen. Wir haben hier eine Breite von irgendwie 4,80 oder sowas. Den in dem Bogen hier in dem Maß, was waren das? 3,80 so rumzukriegen. Ja, wenn das geschafft ist, wenn er fahren würde, ist das alles gar kein Problem. Ne? Also wir werden noch die hier Unterlenker hier hochklappen natürlich. Ne? Dann sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter ran. Ne? Das ist gar kein Problem. Ja, und dann sehen wir mal. Ne? Ah ja, überhaupt. Der Handwerker war heute schon mal hier.
hat die Seite gemacht. Wir haben schon vorhin die Balken abgenommen. Und morgen, Mann, da kriegt ihr das andere schon fertig. Geil, ich bin richtig happy, ich habe mich gar nicht mehr gerechnet. War bei mir Pflicht. Die alten Balken werden verwendet. Ich sehe es nicht ein, wie gesagt, neue zu kaufen, ne? Sonst war das nichts. Ja, und dann sind da jetzt 4 deswegen reingekommen und so. Das ist top. Ja, das für die Ewigkeit. Vater sagte heute, wenn man das vergleicht, ne, was das jetzt stabil ist. Früher, sagt er, waren die, er meint so ja, ungefähr 5 bis 10 cm nebeneinander unten am Grund. Und da war auch nur so breit ein Balken auch. Und er sagte, unter ein Fundament. Also, ja, er sagt, ne, also unser Beton war dicker wie das Fundament da unter. So war der Stahl eigentlich konzipiert. Ne? Also das hier ist dann ja, das ist schon ordentlich. Ne? Top. Ja, bin ich richtig froh. Also da habe ich heute eigentlich gar nicht mit gerechnet. Ja, und das ging dann auf einmal los. Top. Wirklich gut. Ja. Da hinten, ich habe keine Ahnung. Ja, ist... Habe ich nichts mehr zu tun. Ich kann euch da gar nicht viel zu sagen. Ist abgestützt, die Seite hier. Ich habe nur die Balken rausgenommen, die 2, die hier saßen. Mehr habe ich da nicht gemacht heute. Ja. Das ist nicht so meine Passion hier. Sehr, sehr cool. Ja, ne? Und dann freue ich mich aber auch, wenn der denn nachher hier drin ist. Ne? Also es ist ja natürlich auch so, wir wollen jetzt hier nichts schieben erst. Also es ist erst, hier machen wir oben das Geländer auf beiden Seiten. Dann wollen wir das weißen. Und wenn das erledigt ist, dann kann der 900er hier hinkommen. Ne? Wann der Handwerker fürs Dach kommt, weiß ich nicht. Das muss ich noch mal sehen. Er sollte erst noch mal kommen und sich das angucken und ausmessen und bestellen. Und dann geht das erst los. Also ja, ich habe gesagt, es wäre schön, wenn das dieses Jahr klappt. Ja, hoffen wir. Ne? Aber das ist auch schnell gemacht. Ne? Also geht ratzifatzi. Ja, mal sehen. Weil ich gehe da nicht hoch. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist nicht so meins. Ja, ne? Vorher müssen wir hier noch ein bisschen Schrott einmal runter haben. Auch. Das ist auch ratzifatzi gemacht, dass das gleich erledigt ist. Die Treppe so runter, dass wir hier auch schön hochgehen können. Ne? Ja, die Leiter hat gar keinen Sinn da, falls sich da einer wundert, nee, da klettert keiner auf den Balken hoch, die lehnt da nur kurz mal gegen. Ja, so sieht das aus. Ne? Also geht wieder in großen Schritten voran. Das also Wahnsinn, das schafft dies ja ungemein. Also was geht das hier voran? Ne? Wahnsinn, so viele Projekte gleichzeitig, das schafft und schafft und schafft. Also das ist, wenn man das zum letzten Winter vergleicht, wo wir da bei den Buchsen, da muss man so viel überlegen. Und dann beim anderen diese Bolzen raus, das hat mich ja so nach hinten geworfen. Und dies Jahr bis jetzt hier, das geht nur nach vorne. Ey. Das ist richtig cool. Das freut mich wahnsinnig, dass das so doll nach vorne marschiert. Hammergeil. Das ist cool. Ja. Das wird auch eine schöne Stelle. Also wenn wir den Schlepper hier rumkriegen, ihr seht das ja selbst, es wird eine sehr, sehr enge Nummer. Ne? Wäre am geilsten, wenn man da irgendwie Rollbretter hätte oder sowas, wo du rauffährst und dann kannst du ihn ja rumschieben. Ne? Aber da findest du was mal. Pff, der wiegt ja auch, was wiegt der? Knappe 10 Tonnen, ne? Irgendwie sowas. Ja, den kriegst du ja auch nun nicht so leicht bewegt. Ne? Ja, aber mal sehen, das wird auch schon. Und dann... Ja, beim Auto gab es sowas ja, da gab es so Klammern, die hast du um die Reifen getan, kommst du aufpumpen und dann hebt er das Auto so an. Aber für einen Trecker so ein XXL, erstens, das kostet ja auch immer gleich ein paar tausend Euro. Und zweitens, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Das ist ja sowas, ja, naja, eigentlich so wie der Hubwagen, ne? Der, wenn du davon 4 Stück hättest, dann könntest du ihn vielleicht sogar schieben. Ich weiß nicht, wie viel. Ah, schaffen die nicht, was schafft der? 2 Tonnen hier? Weiß ich nicht, steht da was drauf? Gibt es ja auch bestimmt stärker, ne? Aber hier... Na, also gehoben kriegt er ihn am Rad, das weiß ich. Wenn ich zu doll hebe, dann hier hebt er den ganzen Trecker hoch. Weht ich jetzt auch nicht. Da steht jetzt so nichts drauf. Ja, aber sowas wäre es, ne? 4 von diesen hier Wagen und dann um die Ecke schieben. Ich kriege ihn ja auch nicht mit der Stange so rübergedrückt, das war ja nichts. Der steht ja fest, der Trecker, ne? Das ist ja nun nicht hier, dass der keinen Bock hat. Aber da gibt es viele Varianten. Also irgendwas werden wir da schon finden, dass wir den da hinkriegen. Und wenn er mal wieder fährt, dann ist es auch gar kein Problem. Und auch wenn nicht, kriegen wir den auch wieder da um die Ecke zurück. Also zurück ist sowieso einfacher, wenn wir ihn um hier rumziehen, das kriegst du ihn, ne? Um die Ecke gezogen wieder. Ja, hinkriegen, das wird auch. Also da mache ich mir schon keine Sorgen. Ne?
Eine Sache noch. Annika sagte gerade Kalender überhaupt. Sie ist jetzt aktuell, ich meine, sie sagte irgendwie 30, 40 Stück noch, dann ist sie up to date. Also wenn ihr jetzt einen Kalender bestellt, bekommt ihr ihn auch in der nächsten Zeit. Das wird auch noch, ne? Sie hat heute nochmal, ich weiß gar nicht, wie viele gepackt, irgendwie nochmal 150, 180 Stück. Ja, und dann hat sie jetzt irgendwie nur noch 30, 40 nach, meine ich, ne? Ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch vor der Agritechnica schafft, bevor wir da hinfahren. Und dann ist sie gerade vor. Also wenn ihr einen Kalender bestellt, wie gesagt, dann hier, ja, Attacke, ne? Dann kommt das auch zeitnah an. Ja, das sollte eigentlich dann langsam gerade vorkommen. Ja, so sieht das aus. Jo, ich habe immer noch Tonschwierigkeiten, habe ich gesehen, gestern beim Schneiden. Die letzte Szene hat er ja komplett verkackt. Ich nehme das jetzt nochmal extern extra auf dem Gerät auf, das funktioniert auch. Ich habe jetzt hier an der GoPro nochmal ein anderes Media-Mod rum. Aber heute hoffe ich, kommt die neue GoPro, neues Media-Mod, neuer Akkugriff. Ich habe einmal komplett investiert, dass man da hier ja das wieder ordentlich hat, weil das nervt mich extrem, ne? Ja, so ist das. Gut. Ja, sonst, wie gesagt, 39. Der ist dann jetzt erstmal hier. Da werden wir uns dann bestimmt bald drum kümmern, ne? Ja. Habt ihr auch schon voll Bock drauf, das schockt. Das wird. Sonst, genau, bevor die Frage noch kommt, Sibbers, was ist nun eigentlich mit dem Rauchstreuer? Gehört er dir oder warum steht er da noch? Das ist ganz einfach. Es ist wie der Hatzenbichler-Striegel. Der steht ja auch noch hier. Es sind einfach Kooperationen, die wir eingehen. Da haben wir auch Bock drauf. Ich mag das Hammer gerne. Euch Sachen zeigen, erklären. Und wenn die Firmen da mitspielen, ist doch mega geil. Und das ist natürlich beim Düngerstreuer genauso. Da ist von klipp und klar natürlich das geregelt, dass ich kein Kaufinteresse habe. Ich kann nicht, wenn wir hier Kooperation für YouTube machen, alle Maschinen kaufen. Das funktioniert so nicht. Ja, ich hätte immer die Möglichkeit, das zu kaufen, ganz klar. Aber wir wissen ja selber, die Ernte war sehr, sehr scheiße. Kann man auch ehrlich so sagen. Und zudem wissen wir gar nicht, wie das bei uns zukünftig weitergeht. Es ist ja nun mal Fakt, ich als Geschäftsmann ist nun mal so, guck mir das nicht lange an, wenn ich aus allen anderen Betrieben mein ganzes Geld in die Landwirtschaft stecken muss, nur damit diese Landwirtschaft überlebt. Da müssen wir sehen, dass wir uns irgendwie umorientieren können. Weniger ist manchmal mehr, ne? Vielleicht mit Kleegras oder sowas, wie ich schon sagte, also so geht das nicht weiter, ne? Da habe ich auch keine Lust drauf, ne? Denn zur Not verkleinern wir uns auch vom Land her und machen da hier, ja, ich muss mal gucken, also ich habe keinen Bock, hier eine Geldverbrennungsmaschine zu haben. Das hältst du ja auf Dauer nicht durch, also das ist so. Natürlich, dieses Jahr war extrem, ne? Das ist so, aber trotzdem hat mir das ordentlich zu denken gegeben, wie das für die Zukunft weiter aussieht und sowas. Das ist, ja, ist auf jeden Fall eine Überlegung. Auch mit Mais, habe da auch Angebot gekriegt, sowas, was ich kriegen würde. Es ist eine magere Rechnung, ne? Also für das, was das an Schaden am Land anrichten kann, dann fahre ich lieber Kleegras. Da habe ich nicht viele Unkosten und fertig ist das. Nur wie gesagt, da muss ich mich auch nochmal um Abnehmer kümmern. Das ist, gestaltet sich noch ein bisschen schwieriger. Ja, also das wird sich nochmal zeigen, wie und was. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall so, da habe ich keine Lust zu. Ne? Wenn da dein ganzes Geld da reinpulvern muss, das ist nicht schön. Das gefällt mir nicht. Ja, ne? Haben wir auch auf der Agritechnik zu gehören gehört, dieses Acker-Fuchsspanns-Problem, das wissen wir ja auch. Ne? In England war das ja auch mal ganz extrem. Die haben das ja auch alles umgekrempelt. Dafür sind auch viele Maschinen da so gebaut worden und sowas. Ja, ist auch noch eine. Also wir sind da auch am Grübeln, aber so ackerbautechnisch wird das auch im nächsten Jahr ein extrem schweres Jahr werden. Das garantiere ich, weil einfach deutschlandweit noch fast nichts gesät ist. Das heißt, es muss super viel Sommerkorn wird gebraucht und wir wissen, die Qualitäten, die sind einfach nicht gut. Letztes Jahr oder dieses Jahr ist es ja, ich rede jetzt eher vom Wirtschaftsjahr, aber dieses Jahr sind sie schlecht geerntet worden. Also es wird eine riesengroße Katastrophe geben. Da bin ich fest von überzeugt. Deswegen, ja, müssen wir da auch nochmal gucken. Ich weiß das nicht, ne? Wie wir da handhaben. Also es ist sehr, sehr schwierig, das Ganze.
Mal gucken, wie sich da irgendwie was gestalten lässt. Ja, und sonst, wisst ihr, mit dem Rauchstreuer, ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr zur Düngersaison nicht mehr haben. Ne? Wenn ja, ist auch gut, aber ich glaube, der geht vorher zurück. Und wir haben ja die Variante mit dem alten Streuer, das funktioniert problemlos. Zudem weiß ich auch nicht, ob ich überhaupt Dünger ausbringe über den Düngerstreuer oder ob ich Flüssigdüngung gebe oder was weiß ich. Ne? Wie ich sage, wenn ich auf Kleegras umstelle, dann brauche ich nur Gülle. Ja, das steht noch in den Sternen. Also ich hätte auch Lust, wie gesagt, viel Kleegras zu machen, um meine Maschinen hier zu verleihen, teils in Lohn zu fahren und sowas, anstatt sich selber das hier im Ackerbau anzutun. Wir haben hier so einen schwierigen Standort und der ist einfach extrem. Ne? Also hier im Bauernblatt stand hier, wir haben, kleinen Moment, das hat mir einer geschickt, im Bauernblatt steht, es wird das nasseste Jahr seit 1874, seitdem aufgezeichnet wird. Ne? Also Wahnsinn, ja. Und da sehe ich auch im Frühjahr, auch mit Kleegras, also Kleegras nochmal dazu, wäre schöner, hätten wir das angesägt gehabt schon. Ne? Also eigentlich machst du das im Herbst, dann hast du nächstes Jahr volle Ernte. Haben hier Landnachbarn auch gemacht, ist nichts gekommen, gar nichts. Also wirklich, weil das einfach das Wetter nicht mitgespielt hat. Ja, dann ist es auch sehr teuer. Also da wird sich noch einiges tun bei mir, anbautechnisch. Ich habe keine Ahnung, wo der Weg hinwandern wird. Aber so, wie wir das jetzt handhaben, möchte ich nicht weitermachen. Ne? Das ist klar. Und ja, da gucken wir mal. Aber wir weichen ja auf jeden Fall vom Punkt ab. Kooperation, wie gesagt, ich habe da Bock drauf. Und das wird es auch weitergeben. Aber es ist klipp und klar von vornherein, wie gesagt, für mich und für die Firmen auch, dass wir nicht diese Maschine hier haben, um sie nachher zu kaufen. Es ist ja nicht so wie eine klassische Vorführung. Hier geht es natürlich um den Werbezweck für die Firma. Ich kann das zeigen, aber auch nur so nach meinem Stil, nach meiner Art. Da, sonst habe ich da keinen Bock drauf, ne? Das wird nichts. Ja, dann habe ich da voll Bock drauf, ne? Wenn die Maschine geil ist, ja, warum denn nicht? Das schockt doch richtig, ne? Hier Vollgas feiere ich sehr. Und ja, das Ziel wollen wir auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Bringt mir sehr viel Spaß, auch das einfach Agritechniker Maschinen erklären und zeigen sowas. Ich mag das ja sehr, sehr gerne. Ich liebe Landtechnik. Ne? Ist natürlich in dem Umfang immer sehr schwer, weil ich auch nicht alle Maschinen genau kenne. Ne? Wenn ich jetzt eine hier habe, ist das immer einfacher. Da kann ich mich vorher mit befassen. Und wir kommen ja auch mit der Arbeit weiter rein. So letztes Jahr mit der Küttlerwalze und sowas. Das war doch geil, oder nicht? Und der Rauchstreuer. Ja, schockt doch mega. Also finde ich richtig cool. Den Hatzenbichler Striegel und sowas. Das sind doch geile Projekte, die ich hier mit auf YouTube so vorstellen kann. Feiere ich extrem. Und das freut mich natürlich, dass die Firmen da auch Bock drauf haben. Definitiv. Ja, soweit, so gut. Dann haben wir das einmal geklärt. Nur das weiter. Kommen oft die Fragen, gerade wenn er heute in dem Video zu sehen ist, wird die Frage wieder kommen. Tontechnisch nochmal, mir ist aufgefallen draußen, ich hatte meinen Windpuschel nicht drauf, das gibt extreme Windstörungen, das ist nicht dem Mikrofon geschuldet, das ist einfach, weil ich diesen Windpuschel nicht drauf habe. Das ist ja, ich kann euch das schnell mal zeigen, ich habe ja jetzt hier das DJI-Mikrofon hier, das ist so eine Kiste, ne? Und da kommen sie rein, da werden sie direkt drin geladen, alle drei Sachen. Hier der Empfänger und die beiden Sender. Und da kann der Windpuschel nicht draufbleiben. Ne? Das ist so das Problem dabei. Deswegen musst du die mal abnehmen. Muss ich mich dran gewöhnen, schnell ranschrauben, fertig. Ne? Das gibt draußen zu dolle Windstörungen. Aber das ist ja auch kein Problem. Ja, sonst. Da haben wir auf jeden Fall auch in der YouTube-Szene hier ordentlich investiert. Da ist auch schnell mal ein Taui weg. Das ist tatsächlich so. Ich habe ja die GoPro gleich hier, das nennt sich Creator Kit. Da habe ich einmal alles neu. Sprich Lampe, den Media Mod, den Volta-Griff hier und die GoPro. Und dann eben die Mikrofone, ne, von DJI. Ja, das ist doch top. Ja, so sieht das aus. Ja, dann haben wir das. Tipptopp. Denkt dran, wer Kalender haben will, bestellt sie noch rechtzeitig. Ne? Also es ist ja nun auch nicht so, weil Annika gerade vor ist, dass er nun gleich morgen da ist. Ne? 2 Wochen könnt ihr bestimmt immer warten. So. Wir haben ja auch Familie, wir sind nur ein Einzelunternehmen. Das heißt, sprich, ne, Annika macht das alles alleine nebenbei. So. Das muss immer gemanagt werden. Das darf man nicht vergessen. Ne? Ich freue mich auf euch Samstag. Wirklich, freue mich wahnsinnig doll drauf.
falls ihr mich Freitag seht, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe oder ob die Szene nochmal gedreht werden muss jetzt, falls ihr mich auch Freitag seht oder so, habt keine Hemmung, sprecht mich an, das ist gar kein Problem, Foto machen, wir haben auch Autogramme dabei und, ne, also wirklich, ich habe da keine Hemmung, wenn ich da im Film bin, dann warte den Moment, dass das hier ist ja nicht ewig, ich mache da ja keine ewig langen Szenen, ne, gar kein Problem, mache ich sehr, sehr gerne, freue ich mich auch wahnsinnig drauf, ja. Das wird schon cool. Ich hoffe, dass wir Freitag hinkommen, aber wie gesagt, ich kann das überhaupt nicht absehen und versprechen noch. Das wird sich zeigen, weil wir wollen auch so viele Firmen haben sich angekündigt, Sippers, kommst du noch hier hin und da hin und hier, wir wollen gerne mit dir reden und so. Das ist so schwierig in den paar Tagen, alles abzuarbeiten, weil wir auch noch filmen wollen und. Also da ist noch ordentlich was zu bedenken und ja, wir sind auf jeden Fall, werden wieder Vollgas dabei. Ja, Samstag auf jeden Fall, das geht klar, der Rest wird sich zeigen. Ja, tipptopp. Gut, so, dann hier haben wir das abgehakt. Ich werde nachher mal sehen, dass ich mein Holz jetzt endlich rauskriege zum Heizen. Das ist doch kalt geworden. Ja, und dann werden wir auch noch mal gucken, ob wir die Heizung hier doch noch mal wieder auf Hackschnitze umbauen. Ja, ich habe jetzt hier Angebote für die ersten Anlagen gekriegt. Ich weiß nicht, wie das förderungstechnisch aussieht, aber hier ab 50.000 geht sowas los, ne? Das weiß ich nicht. Unsere Anlage damals hat hier 8 gekostet mit Einbau, ne? Also, Junge, das soll man auch mal stemmen, ne? Das ist so ein Scheiß, wenn es eine Förderung gibt, dann sind die Preise auch gleich erledigt, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht. Boah, da bin ich noch lange nicht im Reinen mit. Ja, ich habe eine tolle Heizung. Ich wollte kein neues Wohnhaus hier hinstellen, nur damit ich eine Heizung habe, ne? Wird noch wieder, ich sag schon zu fördern. Das kommt noch wieder so, ja, das wollen sie auch verbieten, aber jeder wieder so einen kleinen Kamin rein ins Haus und fertig ist das. Ne? Dann heizt du damit und gut ist das hier. Wasser machst du mit Strom und fertig. Also, ja, da sehe ich, weiß nicht, ich habe keinen Bock, mein hier ganzes Geld zu verheizen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, nee, da weiß ich nicht. Da bin ich noch nicht so im Reinen mit. Ja, geht ja auch schon teilweise Richtung 100.000, ne? Je nach Anlage. Also das ist schon, oh, das ist schon echt ein Batzen. Da denkst du so, Junge, ne? Ich meine, wenn du es gefördert kriegst, ne, da bleiben ja auch immer noch irgendwo so mindestens 25.000 Euro hängen, die ich selber tragen musste. Das ist verdammt viel Geld. Also das finde ich schon, wenn du das im Verhältnis siehst, so, pff, ja, Wahnsinn. Aber nun gut, so ist das. Ja, denkt dran, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt von der Agritechniker, die ich noch filmen wollen soll, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich bemühe mich, da hinzugehen nochmal. Falls ihr sagt, hier ist etwas, das ist eine ganz interessante Maschine, filmen die doch nochmal oder so. Gar kein Problem, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Wir haben schon super viele Hersteller jetzt noch auf der Liste, die wir abklappern wollen, wo wir hinwollen. Ja, das wäre noch interessant. Ne, Freitag kommt ja noch ein Vlog von der Agritechniker, leider mit auch einen okayen Ton, ne? Ist ein bisschen überarbeitet, ja, aber das wird. Und der nächste wird dann ordentlich gemacht wieder. Also da werden wir auch extern aufzeichnen, eine neue GoPro am Start und. Also hier, da habe ich auch keine Lust drauf, ne? Das ist nun mal so. Ja, tipptopp, dann haben wir das. Dann soll ich noch zu meiner Abschlusswand hin. Das hat sich jetzt so eingegliedert, dann wollen wir es auch durchziehen, ne? Tada! Ja, ich sage wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Endlich 39 mal wieder bewegt. Hat mich sehr gefreut, auch mal das in Angriff zu nehmen, den hier hochgekriegt. Ich sage ja, das schafft momentan richtig gut hier. Das geht voll voran. Also Wahnsinn. Das freut mich richtig. Ja, in dem Sinne, vergesst den Daumen nach oben nicht. Kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wie immer, bis zum nächsten Mal und euch allen noch eine schöne Restwoche.